Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Partie SV Holdinghausen gegen den KFC Uerdingen. Ich begrüße natürlich den Gästetrainer Herrn Stefan Krämer, zu meiner Linken natürlich Alfred Neis, unseren Cheftrainer, zu dieser Pressekonferenz und natürlich auch alle Vertreter der Presse hier im Raum. Ja, 0:3 das Endergebnis aus Sicht des SV Holdinghausen, weniger erfreulich. 808 Zuschauer waren zu Gast hier im Hecker-Wien-Stadion heute Abend. Und zunächst möchte ich natürlich das Wort an unseren Gästetrainer Herrn Krämer übergeben. Ja, das letzte Mal, als Sie hier waren, noch in Diensten von Arminia Bielefeld, war es andersrum. Auch ein 3:0 für Sie weniger erfreulich, aber ich denke, heute sind Sie sehr zufrieden mit dem Spiel, oder? Ja, erstmal hallo alle zusammen, das stimmt. Also, wir haben hier mit dem Testspiel noch einmal verloren. Das war nicht so schön. Aber ich muss sagen, das Spiel hat sich genauso entwickelt, wie wir es erwartet haben. Extrem eng, extrem unangenehm gegen einen richtig guten Gegner. Wir sind nicht so vorne angelaufen, wie wir es die letzten beiden Spiele gemacht haben, weil der Gegner es aus der Dreierkette raus gut gemacht hat, unsere Pressinglinie sehr oft auch überspielt hat und wir dann im Mittelfeld ein bisschen in Unterzahl gekommen sind. Dadurch hatte der Gegner auch zwei gute Schusschancen. Eine hält Vollert sehr gut, die andere trifft das Tor nicht ganz. Wir haben dann auf 4-4-2 umgestellt, sind zu zweit noch angelaufen, hatten vielleicht im Zentrum ein bisschen mehr Zugriff und trotzdem das 1-0 fällt im Endeffekt aus dem Nichts, muss man sagen. Bis dahin war es ein absolut verteiltes Spiel und dann hilft uns natürlich die gelb-rote Karte und das schnelle 2-0 danach ist überhaupt keine Frage. In der Halbzeit war uns allen klar, dass Holdinghausen jetzt alles oder nichts spielen wird, bis das dritte Tor fällt, um dann das Spiel vielleicht nochmal zu kippen. Wir sind auch sehr gut aus der Halbzeit gekommen, im Gegensatz zu uns, da hat mir die Souveränität absolut gefehlt, sondern wir sind unter Druck gekommen. Und erst das 3-0 hat das Spiel im Endeffekt getötet und danach war es okay, da hat man Ballbesitz, hat man nichts mehr zugelassen. Aber wenn nach der Halbzeit ein Tor fällt für Rödinghausen, kann das noch ein ganz, ganz unangenehmes Spiel werden für uns. Ich bin froh, dass wir dann das dritte Tor gemacht haben. Es war schön rausgespielt, das war okay und bin natürlich sehr froh, dass wir das schwere Spiel hier gewonnen haben. Und ja, wünsche dem Club und Alfred alles Gute für die letzten Spiele. Und, also das meine ich alles andere als despektierlich. Die Anlage ist cool, der Club ist cool. Trotzdem hoffe ich nicht mehr auf nächstes Jahr zu sagen, sondern hoffe, dass wir es doch noch schaffen, irgendwie eine Klasse höher zu kommen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Krämer, für Ihre Worte. Und ja, Alfred, ich gebe direkt an dich weiter. Deine Meinung zum Spiel, bitte. Ja. Ich denke, dass Stefan das richtig verwortet haben. Ich fand das Spiel sehr engagiert, auch von uns, auch von Uerdingen. Uerdingen hat eine sehr erfahrene Mannschaft, spielen jetzt mehr mit Druck. Das haben wir auch gesehen in den letzten Spielen. Deswegen haben wir auch wieder mit Dreikette gespielt, weil wir erstmal gut stehen wollen. Aber wir haben uns nicht versteckt. Wir haben versucht, auch unsere Chance nach vorne zu bekommen und das haben wir gehabt mit Jonas Burger, der sein erstes Spiel von vorne, von Beginn an bringt. Der Junge ist 19 Jahre alt, hat Biss gezeigt, auch im Training. Und wenn man dann hier zwei Möglichkeiten herausarbeitet, einmal muss er auf Simon Engelmann besser vorlegen, aber das zweite Ding hätte er vielleicht eher auf den zweiten Pfosten bringen müssen. Ja, dann gehen wir in Führung, passiert nicht. Dann das 0-1 und dann fehlt uns einfach wieder, was uns häufiger das Genick bricht, dass wir uns falsch aufstellen, erstmal bei dem Einwurf und zweitens dann, wo der Ball vorkommt, da müssen wir besser am Mann sein, da müssen wir das alles geben, um das Tor zu vermeiden. Dann wird das 0-1, wir verstecken uns nicht, aber dann die gelb-rote Karte. Das darf nicht passieren. Diese Erfahrung darf nicht in diesem Spiel uns das Genick brechen. In der Pause haben wir uns nochmal aufgerichtet. Ich fand sogar, dass wir das zweite Teil sehr gut und mit sehr viel Mut gespielt haben. Ist klar, dass Uerdingen da sich mehr verhält und unsere Fehler abwartet. Das ist logisch nach ein Spiel Sonntag, aber dann, wenn Engelmann diesen Ding reinmacht, ja, dann kann es auch noch spannend werden, aber gut, das passiert nicht und gut,
am Ende diese gelb-rote Karte nochmal extra für Lukas. Ich fand dieses Spiel nicht so schlimm, dass da zwei rote Karten oder gelb-rote Karten fallen müssen. Ich hatte da, es war ein Fehler von mir, um beim Schiri da auszurasten, aber ich habe einfach gesagt, dass es Fingerspitzengefühl in dem Moment auch gegen diesen jungen Spieler, der alles gegeben hat. Das war von beiden Seiten manchmal, sucht man die Grenze, aber das war nicht gemein und deswegen war man auch enttäuscht. Aber gut, kann man gehen, war gerechtigt, alles klar, munter putzen und dann müssen wir uns wieder aufrichten für Bonn und wir müssen guten Moral zeigen. Diese Niederlage ist bitter, aber die Jungs, die können sich aufrichten, die haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Ja, die für den Aufstieg spielt. Und wir haben viele junge Spieler, die hier nur eine Lehre daraus ziehen können. Und wir müssen unseren Kopf hochrichten und versuchen, diese Fehler abzustellen. Und damit man Männer wird und diese Männerfußball in der Regionalliga lernen kann und weniger Fehler macht. Und dann kommen wir auch weiter. Dankeschön. Alfred, vielen Dank für dein ausführliches Statement. Gibt es noch Fragen seitens der Presse? Mikrofon liegt bereit. Das ist nicht der Fall. Dann gucken wir noch auf die anderen Partien vom heutigen Tag. Düsseldorf 2 hat gegen Gladbach 2 gespielt. 0:2 dort das Endergebnis. Alemannia Aachen gewinnt mit 2:0 gegen Erntebrück. Und aktuell läuft noch die Partie Viktoria Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen. Da steht es 1:0 für Viktoria Köln. Kurzer Blick auf die Tabelle. KFC Uerdingen weiterhin auf Rang 1. 2 Punkte vor Viktoria Köln. Und der SVR findet sich, wie auch vor diesem Spiel, auf dem 10. Tabellenplatz wieder. Wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns Samstag hier wieder zum Heimspiel gegen Bonn und unseren Gästen aus Uerdingen. Erstmal eine gute Heimreise und alles Gute für die letzten Spiele. Dankeschön.